Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Postfolge. Yeah, ich krieg immer so viel Post und da stehen Melly und Emmy und Brielle. Keine Ahnung, ob Brielle der richtige Name war. Auf jeden Fall stehen da Emmy und Melly. Hallo Melly. Hallo Emily. Emmy. Emily. 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 Ich sag immer nur Emmy. Naja. Es gibt auf jeden Fall ganz viel neue Post und die werden wir jetzt mal alle lesen. Mal gucken, ob was Spektakuläres dabei ist, was Spektakuläres. Anja Bluebell will wissen, hi Peggy, sorry, dass ich nicht andauernd, dass ich dich andauernd voll quatsche, aber du bist so cool. Ja, geht so. Ich wollte fragen, ob ich in den Club darf. Nein, momentan leider nicht. Paula Queenfeld, hi, bist du Peggy? Oh, what the fuck? Hi, wenn du Peggy bist, dann wollte ich dir schon immer mal sagen, du bist so toll. Deine Paula Queenwood. Dankeschön, Paula Queenwood. Und ja, ich bin Peggy. Vielen Dank. Ich finde, es ist immer so ein bisschen unangenehm, aber so... Also, was ist unangenehm? Ich finde es ja schön, wenn ihr die Videos euch gefallen und so. Aber ich weiß immer nicht so recht, wie ich dann auf sowas reagieren soll. So, das ist immer ein bisschen... Ja, hi Peggy, ich liebe deine Videos, mach weiter so. Das ist zum Beispiel ziemlich toll. Ich werde gerne mit dir befreundet. Ja, geht leider nicht, weil... Freundeslistenproblem. Ich weiß nicht. Alle mal ein Ticket an Support schreiben, sie sollen das mit den Freundeslisten regeln. Das ist das Einzige, was ich euch dazu sagen kann. Ich kann das leider nicht ändern. Ich werde nicht meine Freundesliste einfach so löschen. Zoe Nightdawn. Hi Peggy, ich bin ein sehr großer Fan von dir und würde mich mal freuen, wenn du mir per Post antwortest. Ich wollte dich mal fragen, wann du immer ankommst. Bitte per Post antworten. Hallo, bin immer zufällig on. Wie man eigentlich weiß, wenn man meine Videos ab und zu mal guckt, ne? So viel zum Thema. Das habe ich eh das Gefühl. Also das werdet ihr sicherlich auch gemerkt haben, dass da Leute schreiben, die sagen, oh, ich mag deine Videos voll, aber haben anscheinend noch nie wirklich ein Video geguckt, weil sonst wissen sie ja viele Sachen, die sie fragen. Also, ich werde für immer dein größter Fan sein. Ja. Das ist lieb. Aber wer weiß, ob das wirklich stimmen wird. Da ist man ja immer so ein bisschen ambivalent, nicht wahr? Was darum, was so... Da macht man irgendwas dann so, ey, du hast mir Prüfen nicht richtig vorgelesen. Ich hasse dich jetzt, bis auf den Tod. Was, ich kann nicht in deinen Club, ich hasse dich. Da, also es gibt ja da so ein paar Leute, die sind da ein bisschen schnell von der Entscheidung her, ne? Das ist ja immer so ein bisschen... Ja, aber ich find's lieb, wenn's ernst gemeint ist, finde ich's auf jeden Fall total nett. Vielen Dank. So, Sophie Wolfstorm, noch was. Sorry, ich habe vergessen zu fragen. Könntest du, wenn du mal Lust und Zeit hast, auf meinen Kanal gucken? Ich habe der erste Video, egal, wäre nett von dir. Ich heiße bei YouTube so wie hier. Ja, kann ich sicherlich mal machen, wenn ich dran denk. Weiß ich noch nicht, ob ich dran denk oder nicht, weil ich eigentlich kaum Zeit habe, irgendwelche anderen Videos anzugucken. Gerade von Star Stable eigentlich überhaupt nicht. Da gucke ich, wenn da nur einen anderen Kanal und das ist Julien. Und ansonsten habe ich gar keine Zeit und auch gar keinen Bock und es geht dich, das geht gar nicht. Also es geht, ist, nein, kann ich nicht. Ich wollte dir mal was schreiben. Ich finde dich total toll, deine Videos sind toll. Mach weiter so, ich hab dich mega doll lieb. Es ist immer so ein bisschen, ich fühle mich halt, wenn ich sowas lese, ich freue mich ja, wenn ihr es wirklich so meint. Aber für mich ist es so ein bisschen komisch, weil wir kennen uns ja gar nicht. Also ihr kennt ja mich von den Videos, aber ich kenne ja euch nicht. Und deswegen ist es sehr komisch für mich, auf sowas dann richtig zu reagieren. Gerade jetzt in einem Video so. Also, weil ich finde es so ein bisschen... Aber ich finde es lieb. Vielen Dank. YOLO. Vielen Dank, Sophie Wolfstorm. Die hat doch gerade schon geschrieben, oder? Violette Oakfield. Oh, guck, da habe ich was gelesen. Hä? Wir wissen, hey, ich finde dein Video so cool. Hab dich lieb, deine Vio. Dankeschön, vielen Dank. Anja Bluebell, Freunde. Hallo, lieber Peggy. Ich bin ein Fan von dir und würde gerne mit dir befreundet sein. Kannst du eine Freundin löschen? Bitte, nein. Ich lösche keine Freunde. Habe ich schon mal öfter mal erklärt, warum ich das mache und nicht mache. Michelle Queencamp. Sorry für den Mini-Brief. Eben. Ach so, okay. Wir lesen erst den Mini-Brief. Test, Test. Okay. Hat funktioniert. Sorry für den Mini-Brief. Ah, schon okay, war nur Test, Test. Ich war mir nicht sicher, ob dein Briefkasten voll ist. Das wäre voll geil gewesen, wenn sie mit dem Testbrief, wenn der letzte Brief gewesen wäre, den sie hätte schicken können. Und danach wäre er dann voll gewesen. Da hätte sie sich bestimmt geärgert. Ob der Briefkasten voll ist. Ich spiele momentan auf dem dritten deutschen Server, aber ich finde dich total toll. Dankeschön. Als ich das erste Mal deine SSO-Videos geguckt habe, habe ich mir gedacht, was für ein dummer Typ.
Okay. Aber dann habe ich angefangen, dich zu mögen. Okay. Du hast so eine sympathische Art. Vielen Dank. Ich finde deinen Club auch Hammer. Finde ich auch. Danke auch nochmal hier vom Club an dich. Voll süß, wie sich immer alle dabei sind und so. Ja, finde ich auch klasse. Also mein Club ist schon richtig toll. Mit richtig vielen lieben Leuten, die mir schon sehr ans Herz gewachsen sind. Du bist echt toll, vielen Dank. Ich finde es mega gut, dass du nicht nur Aufgaben machst, sondern auch Rennen oder auch mal Kacke baust. Ja, ich finde so ein bisschen unterhaltsam soll schon bleiben. So. Oh, Luna, guck mal. Bleibst du, wie du bist? Natürlich, das werde ich natürlich. Freue mich über eventuelle Antwort, aber nur worauf? Ja, die Antwort hast du jetzt hier. Ich denke mal, das ist kommentiert. Vielen Dank, liebe Michelle, ein sehr netter Brief und ich hoffe, ich habe dementsprechend reagiert. Das mit dem dummen Typ fand ich übrigens ziemlich lustig gerade, weil ich denke mir, das ist immer so, hä, was ist denn das für ein Kerl, spielt der da, ist das hier, voll scheiße, soll sich verpissen, wir schauen lieber Yalia LP oder irgendwie sowas, ist ja auch egal, aber dann denken sie sich so, ah ja, okay, ist doch ganz lustig, ne? Also wenn meine Videos was sind, dann sind sie nicht langweilig, das glaube ich, also... Ah ja, das habe ich schon erzählt. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ist ja schon, oh, da bin ich ja gar nicht so weit gekommen. Ich weiß nicht, ich habe einfach mal so die Zeit mit dem Club vernachlässigt. Hä, was? Was war das? Irgendwas mit Club? Lynn? Also sie ist ja wohl aus dem Club gegangen und hat sich vernachlässigt gefühlt. Okay, gut. Tut mir leid, Lynn. Sophie Westyard, hi. Wie findest du es eigentlich, wenn andere, die halt nicht in deinem Club sind, die Hände herreiten? Achso. Ich habe dich schon ein paar Mal gesehen und andere sind dir gefolgt, aber ich habe mich eben nicht getraut, weil ich dich nicht stalken wollte. Ja, also das ist eigentlich ganz leicht. Wenn mir jemand hinterher reitet, finde ich das voll okay. Ich mag es nur nicht, wenn ich aufnehme und Aufgaben mache und jemand dann so mit Vollspeed in mich reinreitet. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil der Server ja auch laggt und die ab und zu haben die Leute mal teilweise einen schlechten Rechner, wo der dann auch noch ruckelt und dann passiert das halt natürlich alles langsamer und so. Aber das sind so Sachen, die mich nerven. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand mitreitet. Ich finde das ganz cool. Dann kann man mal ein bisschen Rennen machen. So ein bisschen zusammen da so. Oh, die Sally. Ein bisschen da so Wettrennen machen und so ein Kram. Und das finde ich eigentlich ganz geil und macht mir Spaß. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn mich jemand anspricht im Spiel oder mir nachreitet oder ein bisschen guckt, was er macht. Finde ich voll okay. Manchmal wird es ein bisschen zu viel. Aber eigentlich war es jetzt bis noch nie so, dass es mich genervt hat. Also wenn man dann das sagt, okay, ich möchte jetzt in Ruhe meine Aufgaben machen. Dann ist es auch voll okay. Also, muss ich jetzt sagen, war bis jetzt eigentlich immer gut. Also, ne? Und ansonsten, wenn ich halt sage, ich möchte jetzt woanders hingehen, dann gehe ich halt woanders hin oder mache halt was oder so oder... Keine Ahnung. Bloß dieses in ein Reinreiten, das mag ich einfach nicht so gern. Na, Sally muss ihren Pferdearsch ins Bild stellen. Na, das ist natürlich ganz wichtig. Was soll das? Na gut. Egal. Christine Westplank geklappt. Hi Peggy, machst die lustigsten Videos auf YouTube. Dankeschön. Auf der Welt. Auf der Welt, das ist lieb. Ich frage, ob ich in deinen coolen Club darf. Bitte such ganz schnell Club, favoriert ist euer. Hä? Ich in deinen coolen Club kann. Bitte such ganz schnell Club. Favoriert. Ist euer Club. Sorry, hab noch ein bisschen Schreibprobleme. Hoffentlich ist nicht schlimm. Deine Christina Westblanket. Hoffe, ich komme rein. Bitte, 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 bitte. Okay. Schreib zurück, Chrissy. Nein. Isabel Diamond Lake. Hi. Peggy, ich wollte dir einfach mal Post schicken, weil ich deine SSO-Videos hier mag. Vielen Dank. Und auch deine anderen Videos von den, von anderen Spielen finde ich interessant. Das wollte ich einfach nur mal loswerden. Liebe Grüße, Isabel. Vielen Dank, liebe Isabel. Perfekter Brief. Besser geht's nicht. Dankeschön und bis dann. Layla Eaglebridge. Na, Peggylein? Ja, na, Layerlein? Arabella Spiderson. Hallo. Ich finde deine Videos echt geil. Und immer witzig zum Augensehen. Vielleicht könnte ich ja mal in einem Video oder so dabei sein. Natürlich nur, wenn das okay ist. Ich hoffe, ich störe dich nicht mit diesem Brief. Oder so. Aber ich feiere deine Videos einfach. Und ich wollte jetzt kurz mal sagen, wäre cool, wenn du mir das zurückschreibst. Würde mich echt freuen. Also ich schreibe jetzt mal nicht zurück, weil ich es ja vorlese. Kannst du dann im Video sehen. Da du ja anscheinend die Videos guckst, wirst du es ja dann auch sehen. Man kann immer im Video dabei sein. Wenn ich halt gerade aufnehme und so wie jetzt, ist halt
ist Ali dabei. Aber ich mache das nicht so, dass ich extra sage, ja, hier, ich suche jetzt Leute für ein Video oder vielleicht, wenn wir mal diese Story-Sachen machen, dann vielleicht. Aber ansonsten, ihr könnt einfach nicht erwarten, dass ich dann nur Video nur mit euch mache oder so. Das geht einfach nicht. Also wenn ihr mal im Video sein wollt, dann seht ihr ja, wenn ihr mich irgendwo begegnet oder so und dann könnt ihr fragen, hey, wie schaut's aus? Machst du gerade was oder wie auch immer? Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen halt einfach nur im Video drin sein, scheißegal. Ist mir aber auch wurscht, wenn es den Leuten nur darum geht, dass sie mal kurz in einem Video drin sind, ist auch okay. Aber dann müsst ihr halt ein bisschen schauen, wenn ich irgendwo reite und so. Aber bitte reitet mir nicht ins Bild oder sowas, weil dann werde ich euch blockieren und dann seid ihr auch nicht mehr im Video. Und vielen Dank fürs Kompliment, liebe Arabella Spiderson. Na, Sally? Sally hat, glaube ich, gerade ein bisschen Aufmerksamkeitsproblem. Anastasia Highhaven will wissen, das kennen wir doch auch schon, ne? Ich möchte unbedingt in deinen Club. Ich gucke mal deine Videos, kann ich in deinen Club? Nein, ich habe das letzte schon ausgiebig erklärt, die Sache mit dem Club. Das ist entscheidend, meine Clubmitglieder, die sagen dann zu mir, hier Peggy, da ist jemand, der möchte in den Club, wir haben da schon ein bisschen Kontakt und so, lad die mal ein oder so, ne? So läuft das bei uns. Elena Lightpie, ich habe vergessen. Kannst du mir bitte antworten? Okay, da ist der Brief dazu. Hey Peggy, ich finde deine Videos echt cool. Vielen Dank. Können wir mal was machen? Ich bin immer so im Five on. Ja, nein. Ja, keine Ahnung. Ich habe einen anderen Charakter, mit dem heiße ich Yuna. Du hast einen echt coolen Club. Dankeschön. Wenn du den noch hast, klar, habe ich den noch. Was ist noch mit. Wieso soll ich den nicht mehr haben? Geht das so schnell mit den Clubs hier? Eigentlich wäre ich auch gerne mit dir befreundet, aber FL ist wahrscheinlich voll. Ganz genau. Tut mir leid, wenn ich störe. Nein, du störst nicht. Wir sehen uns im Spiel. Mit Sicherheit. Vielen Dank fürs Kompliment. Du kannst nicht in den Club. Und was machen? Nein. Also ja, so halt. Ich habe es ja gerade schon erklärt. Ne? Das verstehe ich unter was machen. Anastasia. Ah ja, genau. Das. Wann kann ich jetzt denn in deinen Club? Landy ist Lucifer Frogs. Hi Mandy. Ich bin einer der größten Fans. Ich finde es toll, wenn wir was zusammen machen könnten. Oder hast du wann Zeit? Ja, nein, habe ich gerade schon erklärt. Wenn wir zufällig on sind und wir uns begegnen, kannst du gerne wo mitmachen und oder was machen oder wie auch immer. Hi Peggy. Machst du gerade eine Postfolge? Ich frage nicht, ob ich in deinen Club darf, weil ich schon drin bin. Ja, danke Sally. Das... ein sehr guter Beitrag, vielen Dank. Oh Mann. So, Antonia Appelbridge. Hi, auf welchem Server bist du? Auf Server 2. Jamie Bluetree. Hallo, ich bin Jamie Bluetree, nur so. Du bist schon Peggy, oder? Ja. Ja, viele Grüße vom Tree-Server. VG, Jamie. Ja, dann auch VG von 2-Server, vom 2-Server. Ich wollte mal noch fragen, können wir uns mal treffen und hast du den Server gewechselt? Ich habe ganz am Anfang mal den Server gewechselt von 1 auf 2. Bin jetzt aber auf 2 und bleib da auch und da bin ich schon lang. Und ich weiß nicht, das mit dem Treffen ist, glaube ich, jetzt schon beantwortet worden. Ne? Gebe ich keinen Kommentar dazu mehr ab. Können wir mal ausreiten? Hey, wieso antwortest du mir nicht? Es ist nicht schlimm, wenn du nicht Peggy bist. Ich mag sowieso alle auf SSO. Okay. Und ich mag... Nein, Moment. Es ist nicht schlimm, wenn du nicht Peggy bist. Ich mag sowieso alle auf SSO. Und dich mag ich bestimmt ganz besonders, weil du bist. Und wenn man sich selbst treu bleibt, ist man auf seiner eigenen Art besonders. Okay. Ich bin schon ich. Ausrufezeichen. Und bleib mir auch treu. Ich kann den Brief nicht ganz... richtig interpretieren. Hi, ich wollte mal fragen, ob ich in den Club darf. Nein. Ines Opalweb. Hey. Hey, mag dich. Wollen wir mal was machen? Nein. Ja, nein. Habe ich gerade schon erklärt. Der Betreff wurde als unangemessen. So im Ordnung. Hi. Ah, okay, da hat sie wahrscheinlich irgendwie... Hä? Ich schreibe dir mal wie jeder hier. Okay. Ich finde dich voll toll, bla bla. Denkt dir das Geschleim einfach. Das ist der geilste Satz ever. Ich finde dich toll, bla bla. Okay, gut. Ich denke mir das Geschleim einfach mal. Vielen Dank, Zoe, für deine offene Art. Das gefällt mir sehr gut. Schon mal sehr ein positiver Eindruck. Bin erst vor kurzem auf deinen Kanal gestoßen. Sagt man das so? Ja, das sagt man so. Egal, ja, ich schreibe dir eigentlich nur, weil ich es mag, Post zu schreiben. Aha. Und ich würde gerne mal wissen, ernst gemeint, nervt es nicht, wenn man so viele Mädels an der Backe hat?
nein. Also, jein. Nein. Es nervt nicht. Es ist, wenn so viele Leute mitreiten und so, und so wie jetzt in der Post, wo ich schon gesagt habe, dass ich mit manchen Kommentaren halt nicht so wirklich umgehen kann. Aber das nervt nicht. Ich find's nett, aber das hat nichts mit Nerven zu tun. Ich freue mich über jeden Post, ich freue mich über jeden Zuschauer, ich freue mich über jeden Abonnent, ich freue mich über jeden Fan in Star Stable. Finde ich eh schon total krass, dass ich sowas wie Fans habe. Und nein, es nervt überhaupt nicht. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil in Star Stable ja wirklich sehr viele Generationen von Mädchen aufeinandertreffen, natürlich auch Jungs. Aber ich sag mal, der Schwerpunkt dann doch Mädchen. Und da auch sehr viele Altersunterschiede von Mädchen aufeinandertreffen, die natürlich auch andere Umgangsweisen und Formen haben. Und das hat jetzt aber mit mir per se nicht was zu tun, sondern mit den Mädchen. So, ich merke das immer wieder, dass es gerade auf Star Stable da oft einfach zu Konfrontationen und zu Streitigkeiten kommt. Hat aber nichts mit mir zu tun. Also, nervt es dich? Nein. Und ich hab's ja nicht an der Backe. Ja, ich hoffe, ich bekomme eine Antwort von dir. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dann. Liebe Grüße und so. Zoe. Hey. Zoe. Vielen Dank für dein Brief. Bla bla. Hab's im Video vorgelesen. Danke und Servus. Da. Caitlin Yellowhand. Hat die gerade geschrieben? Steht die da irgendwo? Hi. Hi, du machst tolle Videos. Du bist der coolste Let's Player. Vielen Dank, Caitlin. So, mit sowas kann ich richtig... So, mit sowas, das, damit kann man umgehen. Dankeschön. Caitlin, das ist ein sauliebes Kompliment. Vielen Dank. Stacy Mountainbrook hat mal eine Frage. Ich bin ein großer Fan und finde dich ganz toll. Vielen Dank. Aber wir sind leider nicht auf dem gleichen Server. Oh. Naja, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mir einmal Star Raider kaufen kannst. Für einen Monat. Aber nur einmal. Da meine Mutter es nicht möchte, wegen Kontonummer und so. Wäre echt nett. Ha, ja. Nein. Also, habe ich auch schon öfter mal gesagt. Ich habe schon mitgekriegt, dass es öfter mal so gibt, so Leute, die dann so Sachen fragen. Ich kaufe niemandem irgendwas. Ich würde es euch gern schenken. Also, ich würde es gern verlosen. Aber ich krieg von Star Stable leider da überhaupt keinen Support. Also, es scheint denen auch egal zu sein, weil sie sagen, die Leute spielen es eh. Warum sollen wir irgendwie noch Werbung von YouTubern oder so machen lassen? Keine Ahnung. Man kriegt da halt nichts von denen. Das ist schade, dass sie nicht mal irgendwie... Weil ich weiß, dass es solche Codes gibt, die einen dann mal für einen Monat Star Rider schalten oder sowas, ja? Aber die hauen sowas nicht raus. Ich find's ein bisschen schade. Wäre cool, wenn sie das machen würden, dann könnte ich sowas mal unter euch verlosen. Wie findet ihr das? Also ich fänd's geil. Ich weiß nicht, aber ich krieg halt sowas nicht. Ich habe ja das schon mal gemacht, dass es dann halt Gutscheine von mir zu gewinnen gibt. Da könnt ihr euch dann dafür Star Rider kaufen. Für so halt einen Paysafe-Code oder sowas, ja? Das gibt's. Aber das mache ich nicht gezielt, ich kaufe nicht irgendwem irgendwas, sondern das kann man dann gewinnen. Ich hoffe, deine Frage ist somit beantwortet, Stacy Mountain. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn mich jemand sowas fragt, weil warum denn nicht? Ja, aber nein, mache ich nicht. Und dann sind wir auch schon fertig. Da habe ich noch einen Brief von Sabrina Doggirl. Bis zum nächsten Mal, die Postfolge. Mal schauen, was ihr für neue, tolle Briefe schickt. Vielen Dank für die jetzt Briefe geschickt haben. Ich hoffe, eure Fragen wurden alle weitestgehend beantwortet. Ich mache jetzt ein bisschen was hier mit meinem Club. Und das seht ihr dann in der Folge danach oder in der Folge davor. Bis dahin, tschüss!